Wir spielen jetzt die fiesen Vier. Das ist der hässliche Bruder von die leichten Fünf. Ihr könnt euch erinnern, die erste Kategorie heute Abend. Denn in dieser Kategorie bekommt ihr nur einen Punkt, wenn ihr euch von den anderen im Panel abhebt. Das bedeutet ganz einfach, ich werde gleich Fragen stellen. Darauf gibt es eine Antwort. Die schreibt ihr bitte auf eurem Pad vor euch. Und wichtig ist, zu jeder Frage gibt es vier Antwortmöglichkeiten. Ihr dürft euch aber nicht doppeln. Das heißt, wenn einer von euch mit dem anderen oder der anderen die gleiche Antwort gegeben hat, fallt ihr raus, bekommt keinen Punkt. Nur die, die die Antworten richtig haben und alleine die richtige Antwort aufgeschrieben haben, bekommen einen Punkt. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit der ersten Frage und dann wisst ihr sofort, was ich meine. Nennt mir bitte einen der vier Hauptmoderatoren von Wetten, dass. Und jetzt ist logisch, wenn ihr gleich einen Namen doppelt habt. Ich kenne nur einen. Hauptmoderatoren? Ja. Ist das genau zu verstehen? Na, es gab immer eine Moderationsposition, die Host war. Es gab aber ja auch noch Menschen, die dann immer, keine Ahnung, die Außenwette mal gemacht haben oder so. Das meinen wir nicht, sondern die Hauptmoderatoren. Und in der Theorie könnt ihr jetzt jeder einen Namen aufschreiben. Und wenn die alle richtig sind, bekommt ihr jeder einen Punkt. Wenn der Name falsch ist, keinen Punkt. Und wenn aber der Name doppelt vergeben sein sollte in einer Antwort, gibt es auch keinen Punkt. Ja. Stichwort schlechte Laune. Merken Sie schon? Ich habe direkt, ich hasse die schon den ganzen Abend. Mich? Dich ja auch. Aber die vor allem. Wen? Mich? Nee, euch. Euch alle. Gut, alle haben eine Antwort. Olli hat eine Antwort aufgeschrieben? Ja. Super. Dann machen wir die Runde zu und fangen bei dir an, liebe Lena. Was hast du denn? Also ich hoffe, das zählt. Ich habe Michelle Hunziker, weil sie hat ja halt schon zusammen das mit Thomas gemacht. Aber sie war doch auch Hauptmoderatorin. Weiß ich es nicht. Nee, das Also Thomas Gottschalk war der Moderator. Irgendwann hat er sie dann mit dazugeholt, aber er war immer der Hauptmoderator. Leider falsch. Leider falsch. Wir schauen weiter mal bei Fari. Ich habe den falsch geschrieben. wie ein Gott, wie der Herr Gott. Wie lautet deine originelle Antwort, Thomas? Gott. Gott. Thomas Gottschalk, ja, so richtig. Dass niemand den offensichtlichsten Namen... So, das war die Strategie. Außerdem kann ich keinen anderen. Nila. Das kam aber an zweiter Stelle. Also ich dachte, ich nehme Gottschalk, weil das so offensichtlich ist. Dann habe ich aber gehört, dass er gesagt hat, er kennt nur einen. Dann dachte ich, er nimmt auf jeden Fall Gottschalk. Sehr gut. Dann hatte ich noch die Auswahl. Jetzt habe ich mich für Markus Lanz entschieden und hoffe, dass es niemand hat. Also, Nilam bräuchte diesen Punkt, weil aktuell liegt sie hinten. Ja, sie wird ihn nicht kriegen, ich habe auch Lanz. Hast du auch Lanz? Ja, ich habe auch Lanz, weil ich dachte, den haben alle schon wieder vergessen als Wetten, dass Moderator. Ja. Nee, leider nicht. Dann muss man tatsächlich sagen, Nilam. Frank Elschner gibt's noch und wie heißt er nochmal? Mit Erna kommt der Dritte, den vierten. Lippert. Wolf, Wolle Lippert, Mann. Das weiß ich sonst immer. Nur hier heute auf diesem Platz wusste ich's nicht. Fari, du hast gut lachen. Jüppi, mit Thomas Gottschalk einen Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ah, schön. An dieser Stelle einen lieben Gruß geht raus an dich, Thomas. Du hast ja auch schon moderiert. Es war uns allen ein Fest. Es war wirklich, da hat man gewusst, wie viel man noch lernen kann. So, nächste Frage. Es gibt vier Nachbarländer Tschechiens. Nenne bitte eines. Tschechien hat vier Nachbarländer. Eines davon sollt ihr aufschreiben. Idealerweise sind sie nicht doppelt. Runde um den Block gedreht hier. Ist das falsch oder mit zwei? Ja. Kannst du nur sagen, welche vier angrenzen? Und dann teilt ihr euch das auf? Nein, einfach nur... Hältst du deinen Monitor zu, dass Nila nicht gucken kann? Weil Olli wieder mit seinen ekligen Winkeltricks. Der macht Winkeltricks. Ihr habt alle was aufgeschrieben, ich mache die Runde zu. Ich glaube, das grenzt gar nicht an. Also, Fari. Fari Yadim hat welche Lösung aufgeschrieben? Wir suchen eines der vier Nachbarländer Tschechiens. Ich halte es zu. Was hast du aufgeschrieben, Fari? Polen? Grenzt das? Polen grenzt dran, ja.
ist schon mal sehr gut. Damit haben wir ein richtiges Land. Jetzt kannst du nur hoffen, dass niemand mehr Polen aufgeschrieben hat. Ich hoffe. Nilam, was hast du aufgeschrieben? Deutschland. Deutschland hast du aufgeschrieben. Und auch das ist richtig. Könnte ein Punkt werden, wenn keiner es hat. Ihr habt bisher beide einen Punkt. Jetzt Olli, was hast du? Okay. Österreich. Österreich? Auch. Oh, stimmt. Boah, jetzt wird's spannend. Nee, dann ist meins, glaube ich, falsch. Bitte? Dann ist meins falsch. Muss ich aufdecken, kann ich auch einfach zulassen. Ich glaube, es ist falsch. Wieso? Das ist Kroatien. Ja, das ist falsch. Ja. Ja, das ist falsch. Das ist aber in dem Fall freuen sich, glaube ich, drei gerade wahnsinnig, weil alle drei unterschiedliche Länder unabhängig voneinander aufgeschrieben haben. Das wäre das vierte gewesen. Slowakei. Ja. Alle einen Punkt. Schade. Sehr gut. Ich habe einen Puls von 7000. Du hast einen Puls von 7000? Ich muss jetzt kämpfen hier. Ja, schon raus. Also tatsächlich, Nilam und Lena, ihr seid beide auf Augenhöhe unterwegs. Ich habe aber noch eine weitere Frage für euch und es gibt die Chance, hier noch Punkte zu holen. Vielleicht bei dieser Frage. Nenne eine der vier No Angels nach ihrem Comeback 2021. mit Vor- und Zunamen? Ich würde einen Vornamen gelten lassen. Sind das nicht fünf No Angels? Ja, 2021 waren sie dann nur noch vier. Tic-Tac-Toe? No Angels. Tic-Tac-Toe wäre ich auch besser, da wüsste ich alle drei Namen. Wirklich? Jesse. Stimmt. Birte und Harald. Birte? Birte. Birte und Harald. Alle haben was aufgeschrieben. Ich mache die Runde zu und würde anfangen bei dir, Nilam. Bei mir? Nadja Benaisa. Ja, der Vorname hätte schon gereicht. Das ist schon mal sehr gut. Sehr gut. Und jetzt komme ich mal rum. Ich würde gerne die anderen gleichzeitig aufdecken. Jetzt wird es spannend. Und ich gucke, was hat Fari, was hat Olli, was hat Lena. Oh. Fari hat Lucy. Gibt's die? Olli hat Lucy. Hast du auch? Und du hast Lucy. Ja. Scheiße, das gibt's doch das ist, nicht. Ihr drei habt alle Lucy. Ich kenne nur Lucy. Ich kenne nur Mel B. Es soll nicht sein. Es ist richtig. Ja, Lucy gibt es. Lucy ist aber die ist nicht mehr dabei, ne? Doch, die ist noch dabei. Vanessa ist ausgestiegen, tatsächlich. Und das heißt, kein Punkt für euch, ein Punkt für dich, Nilam. Eine haben wir noch. Eine haben wir noch. Nenne eines der vier Jahre, in denen Deutschland Fußball-Weltmeister der Männer wurde. Nenne eines der vier Jahre, in denen Deutschland Fußball-Weltmeister der Männer wurde. Oh, ey. Welches Jahr nimmt Fari? Ja, das ist das Ding, ne? Das ist das Ding. Welches Jahr nimmst du? Ich nehm, denk's, Ich hab was aufgeschrieben. Hast du es aufgeschrieben? Ja, Herr Tölke. Das ist so interessant, wer da lacht. Da weiß, sind alle so ungefähr unser Alter oder älter. Ja, stimmt. Fari, wir machen zu, Nilam, die Runde ja, ist... Ja, ja, alles gut, du hast gemalt. Ja, ich habe mit dem Bekanntesten begonnen. Einfach, ich dachte mal wieder Angriff, damit die anderen, die denken, sie müssen was Außergewöhnliches nehmen. Mhm, das heißt, was ist für dich bekannteste Sieg war 1990. Du Alter, du hey, dummer du bist so dumm, ey! Du bist dumm! Wie kann, dumm. Man, so, du wie kann dumm. Man so dumm sein? Alter, das ist doch wie nicht kann zu man, fassen, Alter! Wieso? Wie kann man so dumm sein? Das Einfachste ist 54. Ja, das hättest du nehmen müssen. Du das bist der einfache Typ. Du nimmst 54, ich 90. Ich Olli, Olli hat 1990, so Überraschung. Dumm. Wie kann man so dumm sein? Ey, wir haben uns doch angeguckt. Ich hab dir gesagt, was du nicht nehmen sollst. Ich hab 90. Dir gesagt, was ich nehme. Nee, du hast gefragt, was ich nehme. Sehr gut. Danke, Nilam. So, jetzt ist aber natürlich noch mal spannend. Für euch beide keine Punkte. Nilam.
Dilan, ja? Was hast du aufgeschrieben? Ich habe 74 aufgeschrieben. 74? Weil sie eine kluge Frau ist. Und weil wir dumme Typen sind. Lena, was hast du aufgeschrieben? Ich hatte 54 und habe dann 74. Nein! Keiner punktet! Ja! Ihr seid so schade. Es ist wirklich wie absurd. Aber man kann es ja, ich hatte wirklich erst 54. Ja, es gilt nicht. Wirklich? Ja, glaube ich dir. Aber das ist das, was... Es tut mir leid, wirklich. Das sind immer die Regeln des Spiels. Weil die fiesen Vier sind leider so, das, was da steht, zählt. Das waren die fiesen Vier. Mann, Mann, Mann. Fakt ist, dass ihr beide mit 7 Punkten führt und ihr euch anschreit, als wenn es hier um den Auszug ging. Das muss man kurz nachvollziehen. So. Olli und Fari führen beide mit 7 Punkten. Nilam mit 6, Lena mit 5. Und da ihr beide gleich viele Punkte habt, kann aber nur einer von euch beiden eine solche Münze bekommen. Weil wir haben nur eine Münze, wir können nicht 2 vergeben. Jetzt Arm drücken! Ja. Nein. Arm drücken. Nein, bitte nicht. Da habe ich ganz schlechte Erfahrungen. Da hat sie mal. Bitte Pimmelvergleich. Pimmelvergleich. Bitte, da gewinne ich. Das glaube ich. Das ist eine Familiensendung. Ah. Wir haben eine Stichfrage für euch beide. Ach du Scheiße. Und darum geht es, nicht vergessen, um den Vorteil fürs Finale und diese Münze. Ihr müsst aufschreiben, welche Lösung richtig ist. Und wieder von so einem Vierer, denk wieder so ein Vierer. Nein, ist eine Schätzfrage und wenn er dran ist, gewinnt die Münze. Wie viele Scheinwerfer haben wir hier im Studio verbaut? Okay, muss zählen jetzt, das dauert jetzt eine Stunde. Nee, das ist eine Schätzfrage, das kann man grob überreißen, dann schreibt ihr einfach eine Zahl auf. Und wenn ihr beide eine Zahl aufgeschrieben habt, dann gucken wir, wenn er dran ist. Und die Person, also nur ganz kurz, ist natürlich, es geht um eine Münze. Aber auch keine Raketenwissenschaft hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machst du nicht. Was würdest du sagen? Ich würde fast mit so, so viele. Ich hätte weniger gesagt. Ja, aber ich weiß es. Olli, hast du da einen Vorteil als Bühnenmensch? Lange auch mal. Nein, natürlich. Natürlich hat er einen Vorteil, weil er länger ist. Ich habe einen Vorteil, weil du mein Gegner bist, aber ansonsten. Das stimmt auch. Das stimmt, hat er recht. Also, bitte, ich brauche eine Zahl von euch beiden. So, ich habe jetzt einfach was aufgeschrieben. Olli hat eine Zahl aufgeschrieben, Fari hat auch eine Zahl aufgeschrieben. Wir schauen. Fari denkt, es sind... Wahrscheinlich sind es viel. 200. 200, sagst du. Olli, die Frage, hast du mehr... Gib auf deinen Platz. Oder weniger? 250, der Idi. Scheiße. Und was hast du? Natürlich ist es... 250. Oh nein. Die richtige Antwort... Und wer näher dran ist, bekommt die Münze, ist... Nein. 472 Scheinwerfer. Das, mein lieber Olli, ist deine Münze, dein erster Vorteil fürs Finale. Wenn wir uns da sehen sollten, wirst du diese Münze gebrauchen können. Aber alle Möglichkeiten für alle anderen. Das war einfach und Lena... Ja. Oh. Boah, die ist ja voll schwer. Ja, ne? Wirklich. Ich sag es jedes Mal, wenn wir die Wildcard-Position nach Hause schicken, weil es schon vorbei ist. Gerade wenn es zu früh ist, ist es ja ehrlich, weil du warst unfassbar gut, wirklich. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Sei nicht traurig. Es war uns eine Ehre, die Sendung mit dir hier beginnen zu dürfen. Danke. War mir eine Ehre. Vielen Dank euch. Cool, dass wir. Okay, tut mir leid. Hast du sehr, sehr cool gemacht, wirklich. Danke. Tausend Dank. Tausend Dank fürs Mitmachen. Lena! You talk like Marlena Dietrich. Lena, was hast du auf? Entweder wem oder was? Das wäre alles falsch gewesen. Oh nein, echt? And there's diamonds and pearls in your hair. So ist das nicht wahr. Es war eine Idee, was es sein könnte. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel. Kann ich noch kurz einen Moment überlegen? Where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do.
but where do you go to my lovely? Die Erfindung des Küchenherdes. Well, leider. Tell me the box that's around you. I want to look inside your head, yes I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne and the painting you stole.